Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 550. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute aus Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft vor, ganz am Ende. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und davor gibt es den Haltungsblock, aber vor dem Haltungsblock sage ich euch nochmal, wenn ihr den nicht hören wollt, überspringt ihn einfach. Es gibt Kapitelmarken. Und das ist vollkommen okay für mich. Vielleicht hört ihr es ein andermal oder auch gar nicht. Und ja, und noch als Inspiration, warum ihr den Haltungsblock überspringen wollt und den Rest der Episode hören wollt, das Thema der Episode. Ihr habt es im Intro schon gehört. Die Gitarre klingt anders. Der Grund dafür ist, ich habe eine neue Gitarre, von der wollte ich euch erzählen. Und das nutze ich mal als Anlass, über all meine Instrumente zu reden, so wie ich über alle meine Objektive gesprochen habe, letztens in meiner Fotografie. Kommen jetzt die Bässe und Gitarren und alles und ja, es wird immer besser sozusagen. Kommen wir zum Haltungsblock. Da wollte ich heute mal über Haltungsformen sprechen, eigentlich über Fleisch und Fleischkonsum. Ich bin kein Vegetarier, ich esse Fleisch, ich habe aber sehr viel drüber nachgedacht und ich versuche halt sehr wenig Fleisch. Also ich esse sehr wenig Fleisch, ich versuche das nicht, sondern ich esse sehr wenig Fleisch. Und wenn ich Fleisch esse, dann mache ich das sehr bewusst und ja, halt so kontrolliert, dass ich nicht besonders viel Fleisch esse. Und ich bin darauf gekommen, hier über Fleisch zu sprechen. Erstens wurde ich gefragt, was hältst du denn von Vegetarismus? Also wie gesagt, ich bin kein Vegetarier. Ich versuche dann eher Fisch zu essen, was auch nicht unbedingt viel besser ist. Also ich verstehe Gründe, warum man Vegetarier sein wollen würde und warum wir weniger Fleisch essen sollten. Denn es gibt verschiedene Gründe für. Erstens ist die Fleischproduktion sehr CO2-intensiv und sehr wasserintensiv. Das heißt, wir verbrauchen sehr viel Fläche, sehr viel Wasser und wir produzieren sehr viel CO2. Dadurch, dass wir Fleisch produzieren, ist es also schlecht fürs Klima, dass wir alle insgesamt so viel Fleisch essen. So, und aus der Tierwohlperspektive finde ich das auch verständlich, dass man irgendwie so wenig wie möglich Fleisch essen sollte und sich nicht ständig irgendwie den Teller voller Fleisch hauen sollte und dann womöglich auch noch was davon wegschmeißen, weil man es nicht aufessen konnte oder so. Das gehört sich halt einfach auch nicht. Ist also ein schwieriges moralisches Thema, aber auch ein ambivalentes Thema, denn ich esse sehr gerne Fleisch. Ich bin das gewohnt. Es schmeckt mir sehr, sehr gut. Ich kann jetzt einfach nicht behaupten, nee, das schmeckt mir eigentlich gar nicht. Ich esse das nicht mehr. Und es ist halt auch eine Gewohnheit. Ne? Und das ist ganz schwierig, so eine Gewohnheit zu ändern und einfach zu sagen, ich lasse es jetzt komplett weg. Fällt mir tatsächlich zumindest schwer. Also ich habe das schon wochenlang gemacht und das fällt mir dann halt schwer. Und wenn ich dann doch mal irgendwie Fleisch esse, dann freue ich mich doch sehr daran. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Weg gäbe, wo die Menschheit sehr wenig Fleisch isst und es irgendwie in einen Zustand kommt, wo es irgendwie, außer für die Tiere, die dafür geschlachtet werden, dann so halbwegs okay ist. Ne? Also kleine Höfe halten wenig Tiere, denen geht es dann gut, solange bis sie dann geschlachtet werden und dann nutzt man halt auch alles vom Tier und das möglichst regional und so weiter und so fort. Aber so sieht unsere Welt im Moment nicht aus. Ich bin jetzt konkret drauf gekommen, Haltungsblock, Haltungsform. Ich hatte im Methodisch Inkorrekt Podcast, schöne Grüße nochmal an dieser Stelle, ich hatte sie letztens gerade gegrüßt, Nikolas und Reinhard machen Methodisch Inkorrekt einen sehr, sehr interessanten Wissenschaftspodcast und ich weiß mittlerweile auch, was Reini passiert ist. Er hatte nicht nur eine schlimme Grippe, sondern ist dann auf die Treppe runtergefallen und hat ein Bein gebrochen, also Oberschenkelhalsbruch und jetzt hat er Titan im Bein. Ich habe mir das alles angehört und mitgefiebert. Freue mich, dass du wieder zusammengebaut bist, lieber Reini. Schöne Grüße. So, genau, die haben über Haltungsformen berichtet und es gibt ja so ein Haltungsformen-Label bei Fleisch und das fand ich wirklich interessant, was er da erzählt hat, denn das ist so ein Label, das kommt auf Fleischverpackung drauf, damit man sich einen Eindruck davon machen können soll, wie ging es denn dem Tier, als es noch gelebt hat, wie wurde es denn so gehalten?
Und da hat Reini dann gesagt, also ich habe mich da noch nie mit beschäftigt mit diesem Label und ich fand das interessant, halt das vom 1 in Rot, also das Schlechteste. Zum Beispiel beim Schwein bedeutet das Platz mindestens 0,75 Quadratmeter pro Tier. So, ein ausgewachsenes Schwein, 200 Kilo, das nimmt ja schon, also wenn es nur steht, irgendwie so viel Platz ein, das ist also sehr eng. Und was ich dann aber ganz interessant fand, dass Haltungsform 4 Premium, also das ist jetzt alles Informationen von haltungsform.de, so ein Zusammenschluss von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, wir wollen hier mal was kommunizieren. Das ist gerade mal doppelt so viel. Also es sind nur 1,5 Quadratmeter pro Tier. Also 100% mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Also Haltungsform 1 ist genau das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Und viele Ställe sind halt dann genau so. Und Haltungsform 4 ist dann doppelt so viel. Das klingt toll, aber ich finde 1,5 Quadratmeter pro Tier ist jetzt irgendwie immer noch nicht so richtig viel Platz für so ein Schwein. Also ich hab mehr als 1,5 Quadratmeter pro Mensch in unserem Haus, dann deutlich mehr. Na klar, man soll nicht Menschen mit Schweinen vergleichen, aber irgendwie ist der Umgang da doch sehr merkwürdig mit den Tieren, die wir da essen. Es kommen natürlich noch ein paar andere Faktoren da rein. Also Stallhaltung mit ständigem Zugang zu Auslauf oder Freilandhaltung ist bei Haltungsform 4 natürlich noch ein. In der Freilandhaltung ist dann wahrscheinlich auch mehr Platz. Also das würde ich mir komisch vorstellen, wenn dort auch nur 1,5 Quadratmeter pro Tier ist. Und sowas wie Beschäftigung, organisches Beschäftigungsmaterial, also Stroh oder vergleichbare Substrate müssen immer verfügbar sein. Und das ist natürlich auch wichtig, dass die Schweine nicht komplett doof werden. Bei Haltungsform, also das war jetzt bei Haltungsform 4. Bei Haltungsform 1 steht unter Beschäftigung nur veränderbares Beschäftigungsmaterial, mindestens eine bewegliche Kette, kombiniert mit zum Beispiel einem Holzstück. Also Schweine sind halt auch recht intelligente Tiere. Die haben großes Gehirn, ein hohes Sozialverhalten und die müssen halt beschäftigt werden, damit sie nicht komplett irre werden. Ich weiß nicht, ob eine bewegliche Kette mit einem Holzstück, ob das so hilfreich ist. So, und das wollte ich nur mal angesprochen haben, denn wenn man irgendwie beim Einkaufen auf diese Haltungsform achtet, das mache ich nicht, weil ich also fast gar kein Fleisch kaufe. Es ist sehr, sehr selten, dass ich Fleisch kaufe. Wenn wir Fleisch essen, dann meistens vom Moorweghof. Das ist so ein Bauernhof hier in der Nähe in Königsmoor. Das ist halt ein ganz netter Biohof. Und die verkaufen ihr Fleisch, also sie haben eine eigene Schlachterei, Schlachtung und verkaufen halt im Hofladen sozusagen. Also da kauft man dann ganz gerne Fleisch und da ist kein Haltungsform-Label drauf. Da muss man sich ja anmelden und das dann beantragen und sich testen lassen und so. Und das haben die halt nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, Leute kaufen im Supermarkt ein und kaufen dann bewusst irgendwie vielleicht Haltungsform 3, weil sie denken, naja, 4 muss ja vielleicht nicht sein, aber 1 oder 2 wäre ja doof und denken, sie haben dann schon was Gutes gemacht für das Tier. Dann muss man halt sich irgendwie vor Augen halten, Haltungsform 3 ist halt nur 40% mehr als gesetzlich vorgeschrieben. Also 1,05 Quadratmeter pro Tier bei den Schweinen. Und erst Haltungsform 4 ist dann irgendwie der doppelte Platz. Aber selbst Haltungsform 4 wäre ja irgendwie, ich finde es eigentlich nicht nett. So ein Schweinefleisch möchte ich eigentlich nicht, wirklich nicht essen. So, es gibt noch ein anderes Label, das heißt Tierschutzlabel.info ist die Webseite dazu. Und die haben eine etwas komplexere Anleitung, was sie dann haben wollen. Es gibt auch nur zwei Stufen, Einstiegsstufe und Premiumstufe. Und da gibt es ein langes Dokument, also gibt es wahrscheinlich bei haltungsform.de auch ein etwas längeres Dokument. Aber da steht zum Beispiel in der, wo ist denn das? In der Einstiegsstufe schon. Bei einem Lebendgewicht von über 120 Kilo, und das ist bei ausgewachsenen Mastschweinen ja der Fall, 2,1 Quadratmeter je Tier und noch jede Menge andere Sachen. Und das wird noch aufgeteilt in Liegebereich und Laufbereich und Außenbereich und alles Mögliche. So, das scheint mir ein etwas netteres Label zu sein, aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich wusste zwar, dass es verschiedene Label gibt, aber dieses Tierschutzlabel habe ich keinem Supermarkt bisher gesehen. Aber wie gesagt, ich kaufe sehr selten Fleisch ein. Ich wollte nur mal hier dafür sensibilisieren, dass allein auf so ein Haltungsform-Label zu schauen, reicht nicht aus, um irgendwie ein gutes Gewissen haben zu können, dass man irgendwie was Nettes für die Tiere
getan hätte, sondern überlegt doch mal, wie viel Fleisch ihr tatsächlich essen müsst oder wollt. Also wenn ihr noch Fleisch esst, wenn ihr vegetarisch lebt, finde ich gut. Danke dafür. Ich glaube, damit sich wirklich was verändert, reicht es nicht auf individuelle Entscheidungen, ob man vegetarisch leben möchte oder nicht, zu bauen, sondern wir brauchen tatsächlich sowas wie gesetzliche Richtlinien, dass zum Beispiel in Kantinen immer das, wenn es ein Fleischessen überhaupt gibt, dann darf das nicht das Einzige sein und muss dann auch das Teuerste sein oder wie auch immer man das regeln kann, irgendwie die Preise für Fleisch so deutlich erhöhen, dass die Bauern auch die Chance haben, wirklich fair mit den Tieren umzugehen und vernünftig mit den Tieren zu arbeiten. Massentierhaltung verbieten, also dieses Tierschutzlabel, was ich da eben noch erwähnt hatte, da steht auch drin, dass Betriebe halt nur eine bestimmte Anzahl von Tieren haben dürfen, um überhaupt an dem Label teilnehmen zu können. Also da ist Massentierhaltung per se ausgeschlossen. Und ja, am Ende geht es nur über gesetzliche Rahmenbedingungen, um wirklich was in der Bevölkerung zu verändern und nicht darauf zu hoffen, dass die Leute sich alle individuell entscheiden, wie sie es denn machen. Ich begrüße das, wenn Leute sich individuell entscheiden, und ich arbeite ja auch selbst daran. Wenn ich im Restaurant bin, dann schaue ich halt immer erst nach den vegetarischen Alternativen. Und ja, letztens waren wir in einem Restaurant, da gab es halt nur genau eine vegetarische Alternative. Und die hat mir halt so gar nicht zugesagt. Und dann habe ich halt Fleisch bestellt, weil es irgendwie nicht anders ging. Solange das aber nicht so oft ist, nicht mal irgendwie einmal die Woche oder so, dann kann ich das vor mir noch vertreten. Und so muss halt jeder erstmal seinen eigenen Rhythmus finden, um da reinzukommen und weniger Fleisch zu essen. Ja, Haltungsform im Haltungsblock. Kommen wir zum nächsten Thema, zum eigentlichen Thema der Sendung. Und das ist meine neue Gitarre und die anderen Instrumente, die ich so habe. Davon wollte ich mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Und ja, also übrigens keine Sorge, das wird jetzt nicht das dauerhafte neue Intro. Ich wollte es nur heute einmal benutzen. Es sei denn, ich kriege ganz, ganz viele E-Mails, dass das neue Intro viel, viel besser ist als das alte. Aber das glaube ich nicht, denn das alte war ja schön und wir sind ja auch alle Gewohnheitstiere und ich möchte euch da nicht irgendwie komplett rausreißen. Nee, das neue Intro ist nur, um meine neue Gitarre zu demonstrieren, und das kann ich ja nicht hier mitten in der Sendung machen, sonst wacht ihr noch auf, wenn ich hier Gitarre spiele. Deswegen habe ich das im Intro gemacht. Ich habe eine Gitarre gekauft. Also ich hatte ja immer eine Akustikgitarre. Damals, die habe ich zur Konfirmation geschenkt, mir gekauft von dem Geld, was ich zur Konfirmation bekommen habe, damals, als ich 14 war. Jetzt bin ich 49, also 35 Jahre alt ist die Gitarre. Ich hatte sie irgendwann meinem Bruder Florian gegeben, im Tausch gegen eine E-Gitarre und einen Verzerrer. Irgendwann habe ich die Gitarre zurückbekommen, beziehungsweise meine Tochter hat sie dann bekommen und irgendwie ist sie wieder bei mir gelandet. Also meine Konfirmationsgitarre ist wieder bei mir. Vielleicht ist sie auch in Koblenz bei meiner Tochter, das weiß ich gerade gar nicht so genau. So, aber ich hatte nie eine Western-Gitarre, also mit Stahlsaiten. Und ich hatte mir mal eine ausgeliehen von Christian, aber so richtig intensiv benutzt habe ich sie nicht und ich weiß auch gar nicht genau warum. Irgendwie war es halt nicht so. So, und jetzt ist aber gerade 70 Jahre Thomann, große Feierlichkeit bei meinem Lieblings-Online-Musikinstrumente-Händler und na, also alles, was für Musiker gebraucht wird, gibt's halt bei Thomann. Kaufe ich ganz gern ein, mache ich auch gern Werbung für, ist irgendwie ein netter Laden, sehr fair, 30 Tage darf man die Sachen ausprobieren und zurückschicken, wenn sie einem nicht gefallen. Und das funktioniert auch gut. Ich auch schon ein paar Mal ausprobiert, aber nicht oft, denn das meiste, was ich dort kaufe, gefällt mir. So, und da gab es gerade eine Western-Gitarre im Angebot, die mich sofort angesprochen hat, und zwar ist es eine Bariton-Gitarre. So, und zwar eine Taylor. So, mein Christian, mein Mitmusiker in meiner Band, der spielt halt auch eine Taylor und ich mag die sehr gerne. Taylor baut also sehr, sehr gute Gitarren, das weiß ich. Und diese Taylor AD26E Bariton Special Edition sieht nicht nur gut aus, sondern ist eben auch eine Bariton-Gitarre. Was heißt Bariton-Gitarre? Die hat eine etwas längere Mensur, das heißt der Abstand von Steg zum
da wo die Seite, also die Seitenlänge, die schwingt, die ist etwas länger und die Saiten sind etwas dicker. So, dadurch geben sie halt einen tieferen Ton. So funktioniert ja auch ein Bass. Der hat auch etwas längere und etwas dickere Saiten und deswegen ist ein Bass, klingen die Saiten tiefer als bei einer Gitarre. Und die Baritongitarre ist quasi so in der Mitte, denn ein Bass ist typischerweise eine Oktave tiefer gestimmt als eine Gitarre. Also das tiefe E von der dicken Bassseite ist genau eine Oktave unter dem tiefen E, also der dicksten Seite einer normalen Gitarre. Sondern eine Baritongitarre, da ist halt die dickste Saite ein H oder B, wenn man die englische Notation benutzt. Das ist einfach eine Quarte drunter. Und ansonsten sind die Abstände der Saiten aber genauso. Das heißt, man kann die normalen Gitarrenakkorde spielen. Es ist dann halt ja, eine andere Stimmung. So, und dann ist aber nicht E, A, D, G, H, E, sondern H, E, A, D und dann ist nicht also es ist alles eine Quarte tiefer. Das heißt, zwischen der zweiten und dritten Seite ist halt keine Quarte, sondern eine große Terz. Aber nee, wir sind das Richtige gekriegt. Ich bin ja gar kein Gitarrist, aber so ungefähr ist es halt gemacht. So, und die habe ich blind gekauft, weil sie, nein, was heißt blind? Also sie, ich habe sie nicht angespielt. Ich bin nicht in den Laden gegangen, habe sie gespielt, sondern ich habe gedacht, wow, die sieht fantastisch aus. Die ist so ganz dunkelrot, mit so ein bisschen Sunburst. Also die Seiten des Korpuses sind ein bisschen dunkler als in der Mitte. Eigentlich ist es eher so ein ganz dunkles Braun. Das Foto täuscht so ein bisschen. Und das Griffbrett ist auch so leicht meliert, also Schlagbrett, in dunkel und es passt alles sehr, sehr gut. Es sieht einfach wirklich toll aus, das Instrument. Und in der Beschreibung stand, dass es einen sehr schlanken Hals hat. Also, wenn man eine Gitarre spielt, ist ja wichtig, wie dick ist eigentlich der Hals, wo man die linke Hand, also die Greifhand dann, hat und wie findet man sich da zurecht und ich mag das halt, wenn so ein Instrument halt einen möglichst schlanken Hals hat und nicht so dick, dass man irgendwie kaum drum kann. Obwohl ich lange Finger habe, mag ich halt. Ja, und das stellt sich halt raus. Spielt sich tatsächlich sehr, sehr angenehm und gut und der Sound, ich mag ihn wahnsinnig gern. Ist halt tief und bassig, aber trotzdem brillant und klar, wie halt so eine Western-Gitarre dann so klingt mit vielen Höhen. Und mal sehen, wie wir die jetzt einbauen in unsere Band, weil wir haben ja in der Band Gitarre und Bass und ich spiele halt normalerweise Bass. Oder eben auch mal nicht, aber halt nur eine Gitarre. So, und jetzt haben wir halt statt dem Bass noch die Möglichkeit, eine Baritongitarre dazu zu spielen. Und ich weiß schon ein paar Songs, wo es interessant wäre, das so zu machen, dass wir mit zwei Gitarren, mit Baritongitarre und normaler Gitarre spielen. Aber das wird sich jetzt mal entwickeln. Also es muss jetzt auch nicht gleich irgendwie diese Woche bei der ersten Bandprobe irgendwie passieren, dass wir die Hälfte unserer Songs von Bass auf Baritongitarre umstellen. Das wird nicht gehen. Da habe ich auch gar keinen Bock. Also ich bin halt Bassist und ich bleibe auch dabei. Es geht aber einen Song, bei dem ich E-Gitarre gespielt habe, und zwar Wish You Were Here. Da spiele ich halt die Rhythmusgitarre sozusagen und Christian spielt das Solo. Das geht nicht anders. Ne? Möglicherweise machen wir das dann auch bei mehreren Songs so, dass wenn Christian ein Solo spielen will, dann muss ich halt Gitarre spielen. Warum dann nicht Baritongitarre? Also kann ja auch mit Capo im vierten ist es dann halt genauso gestimmt wie eine normale Gitarre. Und dann klingt sie halt auch wie eine normale Gitarre. Und das funktioniert dann ja auch. Dann kann ich Wish You Were Here auf meiner Gitarre spielen. Why not? So, das ist meine neue Gitarre, eine Taylor. Was habe ich gesagt? AD26. Wo habe ich denn? 26E Bariton. Und die war halt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Angebot ist wegen dieses 70 Jahre Thomann-Dingsbums, aber für 1400 statt 2855, das ist ein geiles Angebot. Habe ich dann mal zugeschlagen mit Tonabnehmer. Auch schon ausprobiert.
funktioniert. Ja, kann ich vielleicht gleich mal nochmal ein paar Sätze Seiten hier in den Warenkorb tun. Die sind auch gerade runtergesetzt von 22,90 auf 17,50. Why not? Gut. So, das ist meine neue Gitarre. So, und damit bin ich sehr glücklich. Ich habe allerdings auch, war das letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Weiß ich nicht mehr. Vor gar nicht so allzu langer Zeit habe ich mir einen neuen Bass gekauft. Denn ich spiele sehr gern einen Fünfseiter-Bass. Zu dem komme ich dann gleich, was das für einer ist. Ich mache jetzt mal von den neuesten Instrumenten zu den ältesten Instrumenten. So, Fünfseiter-Bass bedeutet, ein Bass hat normalerweise 4 Saiten, E, A, D, G, also genau wie eine Gitarre gestimmt, nur ohne die H- und die E-Saite und alles halt eine Oktave tiefer. So ist ein Bass gestimmt. Und wenn man einen Fünfseiter-Bass hat, kann man natürlich irgendwie eine höhere Saite dazu nehmen, noch eine H-Saite oder noch eine C-Saite oder keine Ahnung, was Höheres. Aber meistens nimmt man eine tiefe H-Saite dazu. Also nochmal eine Quarte tiefer als die E-Saite. Damit kann man dann eben nochmal noch tiefere Töne machen. Und das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel ein tiefes D haben möchte, kann man natürlich auch die E-Saite runterstimmen auf ein D-Drop-D-Tuning machen. Das ist aber dann kompliziert, dann muss man alle Griffe irgendwie umdenken und einfach so irgendwie zum tiefen D greifen zu können oder vielleicht sogar mal zum tiefen C. Also das tiefe H ist schon sehr, sehr tief. da braucht man auch den richtigen Amp, um den Ton dann richtig rüberzubringen und so. Das spiele ich schon selten, aber das tiefe D kommt bei meinen Stücken recht häufig vor und das ist ganz praktisch, dass ich das eben auf dem Fünfseiter-Bass zur Verfügung habe. So, ich hatte aber nur einen Fünfseiter E-Bass. Ich hatte mal einen Akustik-Bass, den habe ich mittlerweile auch verkauft, und zwar war das so ein Ovation. Nicht Ovation, sondern Applause. Das ist ein Gitarrenhersteller, der baut Gitarren so, dass es so ein Kunststoff, so ein schwarzes, komisches, granularisches Zeugs ist, der Korpus, und nur die Decke ist aus Holz. Und Ovation Gitarren waren mal eine Zeit lang ganz beliebt, mittlerweile glaube ich auch nicht mehr so. Es fühlt sich an wie so eine 80er-Jahre-Geschichte. Ich hatte mal einen Ovation Bass mit halt so einem, ich weiß nicht mehr, Ovation oder Applause. Weiß nicht, das war der Hersteller. Und das war ein Vierseiter und der war auch noch fretless. Und unverstärkt hat man den fast gar nicht gehört. Das ist einfach sehr, sehr leise gewesen, dieses Material. Gegen eine normale Akustikgitarre oder sogar so eine Western-Gitarre, die sind halt dann einfach sehr laut, kam man da nicht gegen an. Also der musste eh verstärkt sein. Und dann war irgendwann der Pickup kaputt und ich habe den einfach nicht wirklich oft benutzt. Ne, da waren auch noch fretless und ne, das war nix. Den habe ich in Zahlung, habe ich nicht verkauft, den habe ich in Zahlung gegeben, als ich diesen neuen Bass geholt habe von einem Jahr. Und das ist ein Ortega geworden. Da waren wir bei Number One, das ist ein Musikgeschäft in Hamburg. Die waren ganz lange in Altona, da bei der Fabrik quasi nebenan, und sind jetzt umgezogen, sind immer noch in Altona, aber irgendwie da Kriegstraße oder so. War ich noch nicht so oft in dem neuen Laden. Ich kaufe ja auch gar nicht so oft Bässe oder Gitarren. Und wenn man einen Bass hat, braucht man auch gar nicht so oft Saiten. So, da sind wir halt hin und hatten tatsächlich Christians Gitarre dabei, um zu prüfen, klingt denn dieser Bass mit einer Gitarre zusammen? Weil das Ziel war dann, einen Akustikbass zu haben, am besten einen Fünfseiter, der an sich auch laut genug ist, um auch mal unverstärkt spielen zu können. Dass man damit natürlich nichts beschallen kann, auf Gigs und so braucht man eh dann Verstärker. Aber zum Proben ist es halt ganz nett, wenn man auch mal ohne Verstärker spielen kann. So, und der sollte dann eben auch so klingen, dass er zur Gitarre passt und insgesamt ganz gut klingen. Das war halt wichtig. So, und Fünfseiter Akustikbässe gibt's gar nicht so viele Modelle. Und da hat dann der Ortega KTS M5 gepasst. Ken Taylor Signature Bass. Ken Taylor ist so ein Bassist, der schon ganz viele, ich glaube, von dem Bass habe ich auch schon mal erzählt. Ken Taylor ist im Wesentlichen Studio
Bassist und hat ganz, was ist denn jetzt hier los? Oh nein, ich will jetzt nicht Google mich einloggen oder so. Studiomusiker, ich glaube, war der bei, ich komme gerade nicht drauf, mit wem der Musik gemacht hat, aber er hat mit verschiedenen größeren Musikern zusammen gespielt. Und ich muss das mal eben googeln, sonst komme ich da nicht hinterher. Ken Taylor. So. Wikipedia-Seite, ein deutscher Bassist. Er ist in London geboren, steht trotzdem deutscher Bassist. Eltern kommen aus Jamaika und im Studium auf der Bühne unter anderem John Mayall, Jelly Brad, Jimmy Cliff, Desmond Decker, Christine McVie, Prince Buster, Ashton Gardner, Dyke. So, wo komme ich denn hin? Er hat mit Bruce Springsteen, Robert Palmer, Rio Reiser, Steffen Remmler. Ja, cool. Alpha Wilm, Udo Lindenberg. Ah, hier, festes Mitglied der Peter Maffay Band. Genau, Peter Maffay, daher kennt man ihn vielleicht noch in Deutschland. So, genau. So, und arbeitet gerne mit Sandberg zusammen und Akustikbässe von Ortega Guitars. So, und der Ken Taylor Signature Bass von Ortega, auch gar nicht teuer, 900 Euro oder so. Also vergleichsweise günstig. Musikinstrumente können ja sehr, sehr teuer werden. Also bei Taylor gibt es, also nicht Ken Taylor, sondern bei Gitarrenhersteller Taylor wird man locker 3.000, 4.000 Euro los für eine Gitarre und nach oben ist dann auch gar keine Grenze. Aber für eine ordentliche Taylor-Gitarre zahlst du dann einfach 2.500 bis 3.000 Euro mindestens. So, und wie gesagt, meine Taylor Bariton kostet normalerweise auch 2.800 oder was. Egal. Was habe ich gesagt? 2.855. So, Ken Taylor Signature Bass. So, der hat auch einen eingebauten Verstärker, also einen Tonabnehmer mit Vorverstärker drin, also aktiv mit Gitarre, mit Batterie drin. Und wenn ich den an meinen Amp anschließe, klingt das auch ganz fantastisch und macht wahnsinnig viel Spaß, auf dem zu spielen. Mit dem kann ich alles machen. Vorher habe ich im Wesentlichen einen Fünfseiter-Bass gespielt, der mir persönlich gebaut worden ist. Und zwar habe ich Anfang der 90er auf einer, wir fahren mit dem Niedersachsen-Ticket in den Sommerferien irgendwie durch Niedersachsen, Tour mit einem Freund. Ich weiß nicht, wie alt war ich denn, 18, 19 oder so, habe ich nicht nur meine damalige Freundin kennengelernt, Sandra aus Bad Bentheim, liebe Grüße, falls jemand kennt, ich habe leider keinen Kontakt mehr, ich hätte gern nochmal wieder Kontakt, aber ich habe irgendwie keine Nummer. Und falls es da eine E-Mail-Adresse gibt, falls jemand eine Sandra, ungefähr 74er Geburtsjahr, ich glaube, sie war ein bisschen jünger, 75, aus Bad Bentheim kennt, dann gerne mal melden. Und eine Freundin, ein Freund von Sandra war Gitarrenbauer. Also der hat irgendwie auch mein Alter, dann damals halt schon, im zarten Alter von 19, 20 Jahren, was weiß ich, wie alt wir waren, hat er schon Gitarren gebaut, E-Gitarren vor allem. Einfach Holz genommen und irgendwie zurechtgesägt und so lange bearbeitet, bis es eine E-Gitarre war. Und da habe ich ihn gefragt, kannst du mir einen Bass bauen? Und hat er gesagt, ja, sagt klar. So, dann habe ich halt genau gesagt, ich hätte gerne den und den Hals, die und die Hölzer. Er hat mich natürlich ein bisschen beraten. Ich habe gesagt, genau diesen einen Pickup hätte ich gerne. Und das ist ein wunderschönes Instrument geworden und es klingt fantastisch. Aber es ist halt ein E-Bass und mit einer Akustikgitarre. Es hat halt nie so richtig gepasst. Also es war schon passend, dass es halt, er ist auch nicht irgendwie farbig lackiert oder so, sondern es ist halt Natur, Holz und auch nur geölt. Aber klingt halt nicht wie ein akustisches Instrument, sondern ist ein E-Bass und das hört man auch. Also dadurch, dass es ein Fretless-Bass ist, also keine Buntstäbchen hat, klingt er ein bisschen weicher noch als ein E-Bass mit Stäbchen. Aber bei einer Western-Gitarre ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig. So, passt schon, aber ich wollte halt immer einen Akustikbass haben, der dann auch passt, deswegen hatte ich mir noch den Ortega geholt. So, dieser selbstgebaute Fünfseiter Fretless hat natürlich gar keine Marke,
Wie gesagt, das war, ich habe auch sogar seinen Namen vergessen. Der Kumpel von Sandra, das ist in meinem Kopf immer. Der war super nett und hat mir halt einen echt günstigen Kurs gemacht. Also Materialkosten plus irgendwie 300 Mark Arbeitsaufwand oder so. Und ein unglaublich tolles Instrument dabei rausgekommen. Hatte, ja, war wohl damals irgendwie einfach nett. So, und davor hatte ich, wie gesagt, diesen komischen Ovation, Applaus, Billigmarken, Akustikbass, den ich aber fast nie gespielt habe, und einen Guild Pilot Bass. Und zwar habe ich als Schüler, ich glaube, es war mein Schülerpraktikum, als ich in der 10. oder 11. Klasse war, also im noch zarteren Alter von 16 Jahren, ein Praktikum gemacht. Nee, ich muss älter gewesen sein. Also meine erste Gitarre habe ich mit 14 gekauft zur Konfirmation. Danach habe ich festgestellt, ich möchte eigentlich Bassist werden. Und habe mir irgendwo, ich glaube bei Beechwood in Buchholz, ein Musikinstrumentengeschäft in Buchholz, meinen ersten Bass gekauft für 300 Mark. Der war rot und auch scheiße. Also das war so ein billig Einsteigerinstrument. Für Einstieg, also klar, kann man machen, aber den habe ich nicht mehr. Also meinen ersten Bass habe ich nicht mehr. Den habe ich, glaube ich, noch günstiger verkauft, damit ich mir dann meinen neuen Bass kaufen konnte, weil als ich dann dieses Praktikum gemacht habe mit 16 oder 17 oder so, das habe ich in Hamburg gemacht bei Number Two. So, ich habe Number One, habe ich eben schon erwähnt, ist ein altgedientes Musikinstrumente-Fachgeschäft. Und dann gab es Number Two, das war quasi vom gleichen Betrieb, der Secondhand-Laden in der Talstraße. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Talstraße ist eine Seitenstraße von der Reeperbahn, also auf dem Kiez. War für mich als junger Bursche natürlich sehr spannend, jeden Tag zur S-Bahn-Station Reeperbahn zu fahren und dann da die Talstraße hochzulatschen. Tagsüber ist das natürlich deutlich weniger spektakulär als abends. Also im Wesentlichen ist es dreckig. Weil die ganzen Touristen glauben, sie könnten sich auf dem Kiez irgendwie komisch benehmen. Aber ich mochte den Job. Das war irgendwie sehr nett, da zu arbeiten. Und in der Auslage vom Laden, während ich dort mein Praktikum gemacht habe, lag halt ein anderer roter Bass. Also mein erster Bass war ja auch rot. Und da lag halt ein Guild Pilot Bass. 80er Jahre Modell, sehr poppig eigentlich. 1988 war es da, glaube ich, gebaut worden. Und der ist insofern witzig geschnitten, dass der ja so ein Double Cutout hat, also oben ein Horn, unten ein Horn, damit man auf dem Griffbrett weit hochgreifen kann. Anders als bei so einer. Also es gibt ja verschiedene Formen, wie man eine Gitarre formen kann. Und bei E-Bässen ist die Form eigentlich ja egal. Das ist quasi nur Trägermaterial. Hat auf den Ton nach relativ wenig Einfluss, trotzdem braucht man das dann so, dass es so ähnlich aussieht wie ein Instrument, meistens. Muss man aber auch nicht. Und ja, also es sieht aus wie ein Instrument. Nur ist der Körper so quasi so ein bisschen parallelogrammartig verschoben. Also man kann diesen Bass nicht einfach auf den Boden abstellen, weil quasi die hinterste Seite ist halt schräg. So. Wenn man ihn versucht gerade hinzustellen, dann kippt er mal um. Es sei denn, man lehnt ihn quasi so um 90 Grad gedreht an die Wand, dann kann es irgendwie funktionieren. Aber man braucht eigentlich definitiv einen Ständer für diesen Bass. Rot lackiert in PJ-Bestückung, also Precision und Jazz Tonabnehmer passiv. Ich habe irgendwann mal die Tonabnehmer getauscht, andere Tonabnehmer eingebaut. Aber das war ganz, ganz lange mein Arbeitsbass. Also auf dem habe ich meine ersten Bands alle durchgespielt und sehr, sehr schön. Hat auch einen sehr schlanken Hals, so einen jazzartigen Hals. Spiele ich total gerne. Und ja, hängt immer noch hier bei mir an der Wand. Ich habe jetzt in meinem Büro so Gitarrenhalter, dass man quasi an der Kopfplatte die Instrumente einfach so an die Wand hängen kann. Und da hängt jetzt ganz oben der Guild Pilot Bass, rechts daneben der selbstgebaute Fünfseiter Fretless Bass und unten am Boden quasi schon hängt jetzt meine
Baritongitarre. Und dann habe ich noch einen Fußbodenständer, Instrumentenständer. Darauf steht, das ist der Fünfseiter Bass, weil das das Instrument ist, was ich am meisten spiele. Und der steht dann meistens auch woanders rum. Ja. Was habe ich sonst noch so für Instrumente? Ich habe eine Ukulele, die ist aber oben bei Sky. Ich habe auch ein Notenheft, AC/DC Songs für Ukulele. Ich habe mich mal so ein bisschen reingefuchst in Ukulele spielen, aber gut bin ich da drin nicht und hat auch keinen Einsatzzweck für mich. Also in der Band kann ich das nicht, will ich das nicht machen, bringt irgendwie nicht so richtig viel. Ich habe mir einfach bei Thomann eine Billig-Ukulele bestellt. Was kostet bei Thomann eine Thomann.de? Was kostet hier eine Ukulele? Wo ist hier ein Suchfeld da? Ukulele. So, die günstigste Harley Benton Ukulele, 20 Euro, genau. Sowas habe ich. Vielleicht habe ich mir auch das Luxus Harley Benton Modell bestellt für 30 Euro. Kann gut sein, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Nee, ich glaube, die hier habe ich. UK 11C Brown. UK 11C Brown von Harley Benton. 22,90 Euro. Genau, so eine habe ich. Und das reicht vollkommen aus. Ich habe letztens gesehen, es gibt Bass-Ukulelen. Das wäre vielleicht nochmal was. Bass-Ukulele. Gibt es bestimmt auch. Harley Benton Kahuna CLU Bass-Ukulele. Kostet 144. Eieiei. Das ist ja teuer. Nee, so viel Geld will ich natürlich nicht ausgeben für ein Spaßinstrument. Ich finde, für 20 Euro eine Spaßukulele kaufen, das ist noch vollkommen, also das kann man mal machen, auch wenn man es dann nicht intensiv benutzt. Aber 100 Euro gebe ich dann, glaube ich, erst für ein Instrument aus, wenn ich auch weiß, dass ich es benutzen werde. Vielleicht sogar in einer Band oder zumindest zum selber drauf spielen und Spaß haben. Also diese Baritongitarre, ich glaube, dass ich ihn in der Band benutzen kann. Ich weiß es noch nicht. Aber selbst wenn nicht, werde ich halt hier zu Hause drauf spielen und Spaß dran haben. Deswegen ist das eine Anschaffung. Ja klar, 1300 Euro ist immer noch sehr, sehr viel Geld. Aber es ist ein wunderschönes Instrument, was halt noch viel mehr wert ist, was ich wahrscheinlich irgendwie gewinnbringend verkaufen könnte, wenn es mal nicht mehr im Angebot ist. Zumindest ohne großartigen Verlust. Taylor-Gitarren sind auch sehr preisstabil. Und deswegen habe ich da kein schlechtes Gewissen, aber jetzt über 100 Euro für ein Instrument, was ich dann gar nicht benutze? Nee, eher nicht, würde ich sagen. Ja, ich habe einen ganzen Schwung an Spaßinstrumenten, die ich dann aber auf dem Flohmarkt oder sowas gekauft habe. So eine Mundharmonika und ein, wie heißen die ganzen komische, so ein Triangel habe ich sogar auch. Ja, aber also das einzige Instrument, was vielleicht noch nennenswert ist, wo ich jetzt gerade auch vielleicht ein bisschen investiert habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mein Schlagzeug. Kann ich nochmal vielleicht ein Kapitelmarke spendieren. Also ich habe kein richtiges Schlagzeug, sondern ich habe ein Cajon. Das ist Spanisch für Kiste und ihr kennt das vielleicht, wenn man so eine Holzkiste sieht, wo Leute drauf sitzen und darauf hauen. Dann macht es halt so Geräusche, wie die ähnlich sind zu einem Schlagzeug. Denn irgendwie, wenn man unten haut, dann macht es wuff, also Bassdrum-mäßig. Und wenn man oben haut, dann macht es so paff, so Snare-mäßig. Und es liegt daran, dass in dieser Kiste oben, also quasi direkt unterm Sitz, ein kleiner Snare-Teppich verbaut ist, so ein Metallgelöt. Und unten eben nicht. Und dann muss halt das Schallloch an der richtigen Stelle sein. Und wenn man dann quasi mittig vorne auf die Schlagfläche haut, dann gibt es halt ein tiefes Geräusch. Und wenn man oben drauf haut, dann gibt es ein hohes Geräusch. So, und das kann man dann so interpretieren wie ein Schlagzeug. Klingt natürlich ganz anders. So, und ich habe mir schon vor vielen Jahren mal für ein Cajon, also es war zwar ein anderes, was ich da hatte, und dieses hier habe ich günstig aus der Ortsgruppe gekauft. Jemand hatte ein Cajon über für, weiß nicht, 30 Euro oder so. Wollte es loswerden. Ich habe es dann abgekauft, weil das Cajon, das ich bisher hier hatte, das war eigentlich Mareiles Cajon. Das hat sie auch mitgenommen nach Koblenz. Das war nämlich ein selbstgebautes. Und da haben wir als Schallloch hinten rein ein Herzchen reingeschnibbelt mit der Laubsäge und so. Also ein selbstgemachtes Cajon. Kann sie dann natürlich auch mitnehmen.
auch wenn ich das Herz reingesägt habe, war ja ihr Cajon. So, habe ich mir also ein neues Cajon, also ein gebrauchtes Cajon geholt. Und ich hatte mir irgendwann schon mal im Anflug eine Cajon-Fußmaschine gekauft. Cajon-Fußmaschine. Gibt's nicht. Doch da. Millennium CP777 Cajon Pedal. 111 Euro. Ganz schön viel Geld für ein Musikinstrument, was ich noch nicht so besonders viel benutzt habe, aber jetzt schon. Und zwar ist das so wie eine Fußmaschine von der von der Bassdrum bei einem normalen Schlagzeug. Also man tritt mit dem Fuß und dann wird ein Klöppel bewegt, aber normalerweise geht dann der Klöppel halt vom Fuß weg an die Bassdrum. Und mit diesem Gerät kann man das halt so stellen, dass von dem Fußtreter quasi eine Stange, die sich dann dreht, zu einem Klöppel geht, der dann quasi auf das Cajon haut, auf dem man drauf sitzt. Also eine umgedrehte Fußmaschine. Ja, genau das Ding ist das. Und damit kann man quasi dann mit dem Fuß quasi ein Bassdrum-Geräusch auf diesem Cajon machen. Und tatsächlich mit diesem Cajon, was ich da habe, klingt das sehr amtlich. Also es ist halt auch anders, als wenn man mit der Hand auf das Cajon haut, sondern es ist halt so ein Bassdrum-Klöppel. Und wenn der da gegenschlägt, das ist ein amtliches Bassdrum-Geräusch. Also es klingt natürlich anders als eine Bassdrum, weil es ist kein Fell, sondern es ist direkt Holz, wo drauf gehauen wird. Aber es ist halt dünnes Holz und ich finde, es klingt sehr, sehr gut. So, der Snare-Sound ist natürlich immer noch kein Snare-Sound. Aber, na, ich hatte mal ein Schlagzeug, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, also auch im Alter von 17, 18 Jahren, hatte ich mir irgendwie ein gebrauchtes Schlagzeug irgendwo geholt und in einem Keller Schlagzeug gespielt, bis mein ältester Bruder verrückt geworden ist. Und dann habe ich es irgendwann wieder verkauft, weil ich halt doch nicht Schlagzeuger geworden bin. Aber ich habe immer Spaß gehabt am Schlagzeugspielen. Bin jetzt kein besonders guter Schlagzeuger, aber ne, mit dem Fußtreten und auf eine Snare hauen und irgendwie auf Becken hat mir immer Spaß gemacht und hat mir auch immer gefehlt. So, und mit diesem Ding hier kann ich jetzt halt mit dem Fuß Bass Geräusche machen und mit der Hand irgendwie Snare Geräusche machen. Und was halt noch fehlte, war eine Hi-Hat oder irgendwie ein Becken. Und dann habe ich mir halt einfach eine Hi-Hat gekauft. Auch bei Thomann, irgendwie auch die billigste. Und das hat halt auch ganz wenig Geld gekostet. Und jetzt habe ich halt ein Cajon mit einer Fußmaschine und davor steht eine Hi-Hat. Und an die Hi-Hat habe ich noch einen kleinen Seitenständer gemacht, in dem ein ganz kleines Crashbecken ist. Und das sieht jetzt halt aus wie ein mini, mini kleines Schlagzeug. Und es klingt auch fast wie ein Schlagzeug. Also ich muss halt mit der Hand irgendwie die Snare, das Cajon quasi bedienen. Aber ich habe halt einen Stick in der rechten Hand und mit dem bediene ich dann die Hi-Hat. Und der andere Fuß bedient eben auch die Hi-Hat. Und was ich auch machen kann, ist mit den Füßen Bass und Hi-Hat machen und mit den Händen dann eben nicht Snare, sondern Bass spielen oder Gitarre spielen. So, das ist noch eine Idee, das irgendwann vielleicht mal in der Band zu machen. Sehe ich so aus wie so ein Alleinunterhalter, wobei die haben ja meistens eine Bassdrum auf dem Rücken. Aber dann hätte ich wenigstens wieder so ein bisschen Kram um mich rum, also ein bisschen, wie heißt das, Perkussion, genau, Perkussion hat mir lange Zeit gefehlt. Wir hatten zwar früher Schlagzeuger in der Band und die haben dann auch mal Cajon gespielt, aber seit die alle ausgestiegen sind und irgendwie auch nicht zurückkommen, fehlt es mir halt einfach, dass so ein bisschen Geklapper bei der Band dabei ist. Wir sind ja jetzt auch noch zu zweit und ich klapper natürlich mit dem Bass, also da kann ich auch perkussive Geräusche rausholen, das mache ich auch. Aber ein Bass-Sound, der fehlt halt noch. So. Und das geht jetzt. Da kann ich mich einfach auf die Cajon setzen und einen Bass-Sound machen. Vielleicht mit dem anderen Fuß noch einen Hi-Hat-Sound. Oder an die Hi-Hat noch so einen Cellenkranz oben dran. Gibt's ja auch. Das ist nochmal ein Instrument, was ich hier stehen habe, wo vielleicht ein bisschen viel Forschung, Jugendforsch dabei ist. Aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich sitze da regelmäßig dran. Das muss ja auch geübt werden. Also gleichzeitig Bass spielen und Cajon-Schlagzeug spielen. Das ist nicht ganz einfach.
wenn ich irgendwann mal was hinkriege, was halbwegs cool ist, nehme ich euch gern mal ein Video auf und das wird dann definitiv auf dem Instagram-Kanal von der Band, also Tobian-Kneipenrock, gepostet oder auch auf meinem Instagram-Kanal, den ich auch wieder angeschaltet habe übrigens, Tobi Bayer bei Instagram. Ja, aber noch nicht. Also das ist noch ein ganz frühes Stadium und absolut noch nicht bereit, das einer größeren Menge vorzustellen. Das sind so meine Musikinstrumente, die ich benutze. Habe ich irgendwas vergessen? Fehlt noch was? Ich habe noch ein paar alte Trommeln. Wie gesagt, alles so Flohmarktinstrumente. Ich habe ein Flexaton heißt das. Das gibt es bestimmt auch bei Thomann. Thomann Flexaton kostet 14,90. Das ist ein Musikinstrument mit einer Metalllippe quasi, die man biegen kann. Und wenn man das Instrument dann, also es hält man in der Hand und dann schüttelt man das und dann gibt es einen kleinen Klöppel, der dann gegen diese Metalllippe haut. Und weil man die Metalllippe biegt, kann man unterschiedliche Tonhöhen erzeugen. Und ich habe das für ein absolutes Quatschinstrument gehalten. Ich habe das auf einem Mittelaltermarkt mal entdeckt. Da gab es dann, wo es auch so Zimbeln und so einen Kram gibt, gab es das. Und ich habe mich weggeschmissen, weil das so albern klingt. Es klingt wirklich total albern. Es macht da so und kann man halt die Tonhöhen irgendwie. Also es ist an Albernheit kaum zu übertreffen. Interessanterweise habe ich dieses Instrument dann irgendwann live auf der Bühne gesehen. Und zwar in der Elbphilharmonie war ich bei einem Konzert. Das war durchaus so ein bisschen moderner, Jazz angehauchtes, irgendwie moderne Klassik. Also nicht Klassik, sondern E-Musik vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Ich konnte es schlecht einsortieren, was es für Musik ist. Es hat mir großen Spaß gemacht. War sehr interessant. Es war eins von diesen Konzerten, wo viele Leute empört aus der Elbphilharmonie rausgegangen sind, irgendwie nach 10 Minuten oder einer Pause, weil sie mit der Musik nichts anfangen konnten. Ich hatte aber großen Spaß. So, und einer der Musiker auf der Bühne hatte einen Flexaton und hat das ernsthaft in der Musik eingesetzt. Das geht also auch. Ich halte das, also ich mag damit halt einfach nur Quatsch machen. Flexaton, genau. 14,99 bei Thomann, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Es macht einfach einen Riesenspaß und es gibt da auch Soundbeispiele. Wenn ich die jetzt abspiele, dann hört ihr die, das mache ich lieber nicht. Hört euch das lieber selber an. Ja. Kokiriko. Es gibt ein Thomann Kokiriko. Was ist denn das? Das muss ich mir unbedingt mal anhören, wie das wohl klingt. Sieht auch sehr interessant aus. Ich mag auch so ausgefallene, besondere Musikinstrumente. Kostet 9,50 Euro. Oh, kennt ihr Nasenflöte? Das ist noch ein tolles. Davon habe ich ganz viele. Nasenflöte. Gibt's, ist das wirklich so? Ja, Thomann Nose Flute. Wieso habe ich hier eigentlich Englisch? Ich habe doch eigentlich auf Deutsch eingestellt. So, eine Nasenflöte ist quasi eine Flöte, die man sich an Mund und Nase hält. Und man spielt sie, indem man aus der Nase ausatmet und den Ton durch den Mund formt. Das ist eine sehr ungewohnte Bedienung von einem Musikinstrument. Und auch sehr albern und lustig. Habe ich kennengelernt auf dem Podstock 2019. Da haben wir gemeinsam ein Nasenflötenorchester gemacht. Das kostet 1,60 Euro, die Plastiknasenflöte von Thomann. Kann man locker irgendwie als 20er-Paket bestellen und hat den ganzen Abend auf einer Party Spaß. Gibt jedem so eine Nasenflöte. Erstmal schnallen die Leute nicht, wie man es bedient. Aber wenn sie es dann können, dann spielen auf einmal alle den Imperial March von Star Wars. Oder so. Es ist ein ganz großer Spaß. Also das ist wirklich ein ganz tolles Musikinstrument. Gibt es auch in Holz oder in Metall. Ich habe irgendwo eine gefunden, wahrscheinlich auch bei Thomann Nebel. Es war bei Amazon, habe ich eine Nasenflöte gefunden mit einem Metallaufsatz, die gleichzeitig ein Flaschenöffner ist. Also ein Kapselheber für Bierflaschen. Sehr praktisch. Ich hatte immer mal gedacht, wenn man sich das irgendwie vor die Nase binden kann, dann kann man vielleicht gleichzeitig Gitarre oder Bass spielen und Nasenflöte spielen, um mal ein Solo zu machen.
Das wäre, glaube ich, sehr, sehr albern. Aber ein ganz großer Spaß. Ja. Jetzt ist aber auch gut mit albernen Musikinstrumenten. Ich bin sehr glücklich mit meiner neuen Gitarre. Ich bin auch sehr glücklich mit dem noch fast neuen Bass. Wobei das ist eigentlich schon mein normaler Bass jetzt. Also an den habe ich mich gewöhnt. Das ist jetzt der Bass, den ich habe, den ich spiele. Was leider dazu führt, dass ich die beiden E-Bässe eigentlich kaum noch spiele, wenn ich mal mich mit den alten Jungs treffe, um Rock zu spielen mit Brett. Dann spiele ich den Guild Pilot Bass, weil da brauche ich einen E-Bass mit Bundstäbchen. Und der Fünfseiter hat ja keine Bünde. Der ist für Hard Rock oder Metal irgendwie nicht zu gebrauchen. Das kann ich nicht. Da brauche ich Bundstäbchen. Da muss ich hart sein. So, das heißt, den Fünfseiter Fretless selbstgebauten Bass, den spiele ich im Moment gar nicht, was eigentlich fast ein bisschen schade ist. Aber dafür, dass ich ihn seit 40 Jahren habe. Warte mal, wenn ich 19 war und jetzt bin ich 49, habe ich ihn seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren habe ich diesen Bass. Der hat viele Auftritte mit mir gemacht. Wenn ihr den sehen wollt, könnt ihr ihn übrigens auf der Tobian-Webseite sehen, tobian.mic.fm. Da sind noch unsere Bandfotos damit. Und auf der Tobian-Kneipenrock Instagram-Seite sieht man bestimmt auch noch ein paar Videos, wo ich den spiele und nicht den Akustikbass. Also da könnt ihr den Akustikbass jetzt sehen. Ne? Den neuesten Reels, die wir da hochgeladen haben. Ja. Und die neue Bariton-Gitarre habt ihr ja im Intro gehört. So, jetzt kommt aber Herr Rilke. Kapitelmarker. Wir sind bei Herrn Rilke im sämtliche Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe, bei Position 1977 von 6883, 29% im Requiem für Wolfgraf von Kalckreuth. Dies war die Rettung. Hättest du nur einmal gesehen, wie Schicksal in die Verse eingeht und nicht zurückkommt, wie es drin Bild wird und nichts als Bild, nicht anders als ein Ahnherr, der dir im Rahmen, wenn du manchmal aufsiehst, zu gleichen scheint und wieder nicht zu gleichen. Du hättest ausgeharrt. Doch dies ist kleinlich, zu denken, was nicht war. Auch ist ein Schein von Vorwurf im Vergleich, der dich nicht trifft. Das, was geschieht, hat einen solchen Vorsprung vor unserem Meinen, dass wir es niemals einholen und nie erfahren, wie es wirklich aussah. Sei nicht beschämt, wenn dich die Toten streifen, die anderen Toten, welche bis ans Ende aushielten. Was will Ende sagen? Tausche den Blick mit ihnen, ruhig, wie es Brauch ist, und fürchte nicht, dass unser Trauern dich seltsam belädt, so dass du ihnen auffällst. Die großen Worte aus den Zeiten, da Geschehen noch sichtbar war, sind nicht für uns. Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles. Damit ist das Requiem durch. Ist das nicht schön? Als nächstes kommt das Buch der Bilder. Und da sind jetzt hoffentlich wieder so kürzere Gedichte, mit denen man irgendwie auch was anfangen kann. Eingang heißt das erste Gedicht, was jetzt kommt. Des ersten Buches, erster Teil. Ha, ich sehe gerade, am Ende von diesen Büchern kommt auch wieder ein Requiem. Na, mal gucken, wie das wird. Ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Kommen wir zu Herrn Kant. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, zweiter Band. Auf Seite, wo war ich denn? Da wahrscheinlich. B 812. In der transzendentalen Methodenlehre. Disziplin in Ansehung der Beweise. Augen zu und zugehört. Ist aber der Satz, über den ein Beweis geführet werden soll, eine Behauptung der reinen Vernunft, und will ich sogar vermittelst bloßer Ideen über meine Erfahrungsbegriffe hinausgehen, so müsste derselbe noch viel mehr die Rechtfertigung eines solchen Schrittes der Synthesis, wenn er anders möglich wäre, als eine notwendige Bedingung seine Beweiskraft in sich enthalten. So scheinbar daher auch der vermeintliche Beweis,
der einfachen Natur, unserer denkenden Substanz aus der Einheit der Aperzeption sein mag, so steht ihm doch die Bedenklichkeit unabweislich entgegen. Dass, da die absolute Einfachheit doch kein Begriff ist, der unmittelbar auf eine Wahrnehmung bezogen werden kann, sondern als Idee bloß geschlossen werden muss, gar nicht einzusehen ist, wie mich das bloße Bewusstsein, welches in allem Denken enthalten ist oder wenigstens sein kann, ob es zwar sofern eine einfache Vorstellung ist, zu dem Bewusstsein und Erkenntnis eines Dinges überführen solle, in welchem das Denken allein enthalten sein kann. Denn wenn ich mir die Kraft meines Körpers in Bewegung vorstelle, so ist er sofern für mich absolute Einheit und meine Vorstellung von ihm ist einfach. Daher kann ich diese auch durch die Bewegung eines Punkts ausdrücken, weil sein Volumen hierbei nichts tut und ohne Verminderung der Kraft, so klein wie man will und also auch als in einem Punkt befindlich gedacht werden kann. Hieraus werde ich aber doch nicht schließen, dass, wenn mir nichts als die bewegende Kraft eines Körpers gegeben ist, der Körper als einfache Substanz gedacht werden könne, darum, weil seine Vorstellung von aller Größe des Rauminhalts abstrahiert und also einfach ist, hierdurch nun, dass das Einfache in der Abstraktion vom Einfachen im Objekt ganz unterschieden ist und dass das Ich, welches im ersten Verstande gar keine Mannigfaltigkeit in sich fasst, im zweiten, da es die Seele selbst bedeutet, ein sehr komplexer Begriff sein kann, nämlich sehr viel unter sich zu enthalten und zu bezeichnen, entdecke ich einen Paralogism. Alleine um diesen vorher zu ahnden, denn ohne eine solche vorläufige Vermutung würde man gar keinen Verdacht gegen den Beweis fassen, ist durchaus nötig, ein immerwährendes Kriterium der Möglichkeit solcher synthetischen Sätze, die mehr beweisen sollen als Erfahrung geben kann, bei Hand zu haben, welches darin besteht, dass der Beweis nicht geradezu auf das verlangte Prädikat, sondern nur vermittelst eines Prinzips der Möglichkeit, unseren gegebenen Begriff a priori bis zu Ideen zu erweitern und diese zu realisieren, geführt werde. Wenn diese Behutsamkeit immer gebraucht wird, wenn man, ehe der Beweis noch versucht wird, zuvor weislich sich zu Rate geht, wie und mit welchem Grunde der Hoffnung man wohl eine solche Erweiterung durch reine Vernunft erwarten könne und woher man in der gleichen Falle diese Einsichten, die nicht aus Begriffen entwickelt und auch nicht in Beziehung auf mögliche Erfahrung antizipiert werden können, denn hernehmen wolle, so kann man sich viel schwere und dennoch fruchtlose Bemühungen ersparen, indem man der Vernunft nichts zumutet, was offenbar über ihr Vermögen geht oder vielmehr sie, die bei Anwandlungen ihrer spekulativen Erweiterungssucht sich nicht gerne einschränken lässt, der Disziplin der Enthaltsamkeit unterwirft. Ich habe kein Wort verstanden. Ich bin aber auch ganz schön müde. Den Grund dafür, warum ich gerade so müde bin, habe ich gar nicht erzählt. Ich war am Sonntag in Berlin. Auch das erzähle ich euch im Realitätsabgleich ein bisschen ausführlicher. Da ging es ganz schön zur Sache. Vielleicht mache ich mal eine Episode über K-Pop, denn ich war im Wesentlichen in Berlin, weil meine Kinder auf ein K-Pop-Konzert gehen wollten von der Band ITZY. Das haben sie auch gemacht. Waren auch ganz begeistert, aber es war dann Sonntagabend und wir mussten natürlich nach dem Konzert noch nach Hause fahren. Und damit Mareile nicht alleine fahren muss, die ganze Strecke von Berlin nach Kagensdorf, bin ich halt mitgekommen, um sie im Wesentlichen zu fahren. Also sie hat mich irgendwie einmal kurz abgelöst, aber war natürlich auch müde. Entsprechend fehlt mir ein bisschen Schlaf und ich, es trägt sich noch ein bisschen nach. Zum Glück ist morgen der 1. Mai und ich kann gut ausschlafen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr schlaft auch alle gut aus, schlaft ausreichend viel, denn Schlafen ist wichtig für Gesundheit, für alles Mögliche und insofern schlaft recht gut. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.